Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir machen den Aufbruch Goldrot-Schwarz weiter und ich habe Mehdi Becker bei mir, die bei der ersten Aufbruchkonferenz die weibliche Seite vertreten hat und auch so eine Meditation gemacht hat. Und zur Einführung würde ich vielleicht einfach mal sagen, Mehdi, kannst du zusammenfassen, was für dich der Aufbruch Goldrot-Schwarz ist und was das bedeutet? Ja, gerne. Ja, es ist ein komplexes Thema, auf jeden Fall. Und viel wird auch missverstanden. So, deswegen ist es schon ganz gut, wenn ich das jetzt nochmal in meine Worte fasse. Jeder hat ja auch eine andere Assoziation damit und eine andere Vorstellung davon. Und also ich habe die Bewegung auch mit initiiert unter dem Aspekt, alle Gruppierungen, alle Menschen, ob sie jetzt irgendwie am Supermarkt arbeiten und was Neues gestalten wollen auf dieser Welt oder ob sie wirklich schon neue Wissenschaft rausgebracht haben, sich mit freier Energie beschäftigen, ob das Unternehmen sind, Vereine oder Projekte, an einen Tisch zu bringen, an einen Kreis zu setzen und in erster Linie sich miteinander zu vernetzen. Und zwar geht es hier darum, nicht nur Leute, die jetzt schon auf dem Weg so heilerisch tätig sind, wie zum Beispiel ein Vegan-Kongress, was super ist, dass es diesen Vegan-Kongress gibt, aber wir brauchen in allen Bereichen Veränderung und wir brauchen in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen die Menschen, die, mit denen wir uns vernetzen, die uns unterstützen. Also so als Beispiel kann ich nehmen, wenn heute jemand freie Energiewissenschaft rausbringt, dann braucht er Unterstützung von in Sachen Sicherheit und Rechtswesen und Anwälte, die ihn vertreten, wo er das Gefühl hat, okay, ich werde jetzt auch nicht gleich angegriffen deswegen, sondern ich bewege mich in einem Rahmen, in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, wo ich mein Tun fortsetzen kann, was auch gewollt ist. Das gehört ja alles zusammen, also auch wenn man irgendwas machen will, es hat immer auch Auswirkungen in andere Bereiche, also nur wenn ich irgendwie im Garten ein bisschen Kräuter anbauen will und das, die Gesetze schränken das irgendwann ein, was ja in der EU schon alles irgendwie geplant ist, dann sollten wir eben auch sehen, dass wir diese Bereiche auch mitklären. Also wir sehen, dass alles miteinander verbunden ist und versuchen eben in allen Bereichen diejenigen, die nach Lösungen suchen oder auch schon Lösungen haben, zusammenzukriegen. Und oftmals ist ja das Problem auch so ein bisschen das Ego, dass die Leute sagen, ja, wir haben ja schon das und das und das. Und dann sagen die, nee, wenn die da sind, dann komme ich aber nicht. Das war ja so ein bisschen auch das Problem teilweise natürlich, dass jeder, der was macht, da auch zu Recht stolz drauf ist und sich da nicht dann irgendwie unterordnen will. Und das muss man bei uns ja nicht. Es ist ja keine Unterordnung, sondern wir schaffen im Grunde den Raum, damit sich die Menschen auf das Gemeinsame besinnen können. Ja, genau. Also wir geben nichts vor, sondern wir geben wirklich nur den Rahmen, dass all diese Menschen zusammenkommen können und auch voneinander lernen können. Weil es ist ja super, dass es so unterschiedliche Richtungen gibt für das gleiche Thema und der eine die Idee hat und der andere die Idee. Und hier geht es darum, dass die Leute wirklich in Austausch kommen. Und nach wie vor ist Aufklärungsarbeit total wichtig, stelle ich immer wieder fest mit den Leuten, mit denen ich im Alltag zu tun habe. So ganz viele wissen einfach noch gar nicht, vor allen Dingen um die Lösung. Viele wissen vielleicht schon, worum es geht, was nicht gut, nicht, sagen wir mal, kosmisch richtig läuft so und nicht gesund ist. Aber vielen fehlt noch die Alternative. Und es ist so großartig, dass schon so viel da ist. Und das zusammenzubringen und auch den Menschen, die zu Hause noch sitzen und denken, ja, ich mache doch schon so viel anders, aber ich fühle mich noch so alleine mit, denen auch zu zeigen, hey, ihr seid alle schon gar nicht mehr alleine. Da sind schon so viele Leute unterwegs und das ist auch das Feedback, was so schön rübergekommen ist. So die Dankschreiben, die waren irgendwie so, ja, danke, dass ich dabei sein konnte, um zu sehen, irgendwie, dass ich nicht mehr alleine bin, dass so viele da sind. Und da geht es auch schon wirklich ganz konkret um den Alltag, so welche Firmen kann ich ansprechen, wen kann ich ansprechen in dem Bereich Kinder, wenn es um die Schulwahl geht oder und so weiter und wo kann ich gesundes Essen herkriegen. Gut, das ist hier in Deutschland schon ganz gut fortgeschritten, aber auch die Sache mit Arbeitsplätzen. Diese Unternehmen, die jetzt ins lichte Bewusstsein unterwegs sind, die suchen händeringend Leute, die sie unterstützen, haben aber vielleicht noch nicht unbedingt die finanziellen Mittel. Auf der anderen Seite gibt es total viele Menschen, die so unzufrieden sind in ihrem Job, weil sie auch merken, so, ich arbeite hier eigentlich nur, um Geld zu verdienen, was ich nachher wieder kompensieren muss mit einer Menge anderen Sachen.
und die einfach nicht mehr Lust haben, irgendwie ihre Arbeitskraft, ihre Energie einem destruktiven Unternehmen zu geben. So, oder einer destruktiven Idee. Und da gibt es hier bei uns halt die Möglichkeit, sich neu zu kontakten und einfach neue Möglichkeiten zu sehen, neue Türen aufzustoßen. Okay, und es geht jetzt weiter. Also wir haben jetzt 3 Konferenzen noch im ersten Halbjahr dieses Jahres vor, um die ganzen 13 Bereiche, die wir haben, dann nochmal genauer zu bearbeiten. Und dann ist das Ziel, dass wir irgendein Hambacher Fest 2.0 machen, wahrscheinlich im Juni. Aber die Vorarbeit muss eben geleistet werden, dass eben, wir haben ja in der ersten Konferenz schon gehabt, dass die Leute eben sich einigen auf für ihren Bereich den kleinsten gemeinsamen Nenner, also eine gemeinsame Erklärung, wo alle sich darauf einigen können und nicht die Unterschiede, sondern eben das Gemeinsame. Aber das ist noch nicht die endgültige Fassung. Da wird jetzt auch im Forum dran gearbeitet, aufbruchforum.org ist das eine. Und das soll aber auf den Konferenzen dann eben nochmal weiter bearbeitet werden, dass man dann wirklich sagen kann, wir haben quasi demokratisch aus dem Volk heraus gemeinsame Vorstellungen erarbeitet. Ja, das ist das eine. Es war halt ein großes Thema Visionssuche. Was ist unsere gemeinsame Vision letztes Mal? Und wo es halt auch hingeht, ist nicht nur, wir haben nicht nur ein Ziel vor Augen, sondern das Ganze ist ein Prozess. Und das finde ich das Wunderschöne an dieser Bewegung, dass wir als Initiatoren, Organisatoren mitten in einem Prozess sind, immer wieder. So, wie gestalten wir das? Wie geht's weiter? Das heißt, es entwickelt sich Schritt für Schritt. Wir entwickeln uns da drin weiter. Und das Gleiche wollen wir auch in dieser ganzen Bewegung reinbringen. Das haben wir letztes Mal mit angefangen, mit diesen Meditationen, dass es mit reingeflossen ist. Und ja, wenn du magst, kannst du gerne gleich das Zitat vorlesen. Genau, da hat ein Teilnehmer das einfach mal oder schön formuliert, wie er es gesehen hat und erlebt hat, was ein R oder sieht. Ein Andi war es, das weiß ich noch. Okay. Und damit komme ich zu dem übergreifenden Ansatz, den der Rahmen der Konferenz geboten hat. Körper, Geist, Seele, Verstand, Spiritualität, all diese Aspekte und mehr konnten in den einzelnen Projektgruppen gefunden werden. Damit schuf diese Konferenz zum ersten Mal für mich eine Plattform, die Grenzen zwischen rechter Kreativität, Mitgefühl, Emotion, Musik, Spiritualität und linker Gehirnhälfte, Ratio, Ego, Reizreaktionshandlungen auflöste. Der Ansatz wäre vielleicht, alles ist mit allem verbunden, nichts kann isoliert zum Nutzen für ein menschliches Miteinander funktionieren. So, es wird Zeit für neue Wege, wir wollen diese gehen, da die alten Wege in die Sackgasse führen. Das war noch ein anderes Zitat. Also man kann viel drüber sagen, aber ich glaube, wir haben erlebt, was für ein bewegendes Erlebnis das war, dass eben so viele Menschen sich zusammengefunden haben aus allen möglichen Bereichen. Also es gibt ja Bereiche, die könnten sich fast nicht ferner sein. Da ist vielleicht der Bereich Geld und da ist der Bereich Spiritualität. Da denkt man, das passt eigentlich gar nicht zusammen, aber dennoch gehört eben alles zusammen. Und wir haben gesehen, dass das zusammen auch funktioniert. Ja, und das war für mich auch total erstaunlich. Ich war ja bei Recht und Sicherheit, wie hoch das Bewusstsein tatsächlich schon ist, auch bei Anwälten, sage ich mal, wo ziemlich schnell klar war, so das, was der Grundsatz von Recht und Gesetz ist, tu keinem das an, was ich selber nicht erfahren möchte, also keinem anderen das Leid antun. Und alle haben auch sofort gesagt, ja, und wenn wir da sind, dann brauchen wir auch keine Gesetze mehr. So. Richtig, ja. Also dann bin ich hier überflüssig als Anwalt. Das war sehr schön, weil das Bewusstsein ist schon da. Trotzdem stehen wir da, wo wir stehen, in der Gemeinschaft. Und es wird noch benötigt. Und wir sind ja jetzt in der Phase des Übergangs. Und es braucht diese Prozesse, diese gemeinsam in den Prozess gehen und uns nach und nach von den destruktiven Kräften wirklich abzuschneiden, uns selbst zu erkennen. So, und das ist ganz schön, das mit reinzubringen, auch in die Politik. Also was wir hier machen, ist ja wirklich diese Form von Bewusstsein auch in die Politik zu bringen. Also deswegen wollen wir die Bereiche ja auch miteinander verknüpfen und vernetzen. So, also ich habe heute Morgen als Bild gehabt, wenn man im Bundestag morgens einführen würde, dass jeder Politiker, der sitzt, da irgendwie 10 Minuten ins Spiegel schauen muss und eine Meditation in seine Augen machen muss, so, das würde verdammt was verändern.
So. Genau. Und wir wollen jetzt Stück für Stück irgendwie diese Prozessorientiertheit damit reinbringen. So, auch die Mediatoren finden sich jetzt im Vorfeld noch mehr zusammen, um da noch einen anderen Rahmen für zu setzen. Und ich kann sowohl die Menschen verstehen, die sagen, oh nee, wenn die schon anfängt von Energie und Schwingung zu reden, so, oh, lass mich bloß in Ruhe mit dem esoterischen Zeug, kann ich genauso gut verstehen, wie Leute sagen, oh ja, die diskutieren ja immer nur und das ist alles so kopflastig. So. Deswegen gibt es beides bei uns. Genau. Und hier, es geht wirklich darum, das zusammenzubringen und zu gucken, ja, was ist denn die andere Seite dessen? Was ist die Qualität bei dem einen und was fehlt vielleicht bei dem anderen? Und das, ja, das machen wir. Wir leben es. Also ich denke auch, alles, was man macht, sollte man sollte sich erstmal besinnen, wenn man so aus der Hektik und aus seinem Bereich kommt und dann im Grunde Scheuklappen hat. Ja. Weil man sieht nur als Banker vielleicht nur, wo kriege ich den Profit her und gar nicht mehr, dass andere vielleicht darunter leiden, weil sie dafür arbeiten müssen, dass der dann mal eine Million am Tag macht oder sowas, ne? Irgendein Manager, was auch immer. Deswegen besinnen, bevor man etwas angeht. Wir haben ja den Verstand auch, um diese ganzen Dinge durchzudenken, aber man sollte eben auch dann da auf seine Schwingungen achten und auf die Energien. Also ich gehe jetzt mal die Termine durch. Also 16. und 17. Februar geht es schon los. Das ist schon sehr bald, fast einen Monat oder so. Ne? Also wir, da geht es los mit Wirtschaft, Geldsystem und Familie, Kinder. Das heißt, wir machen immer zwei Bereiche, manchmal auch drei, aber wir teilen die Stadthalle auf in zwei große Säle, wo dann jeweils ein Bereich dann besprochen werden kann. Also am 16. Wirtschaft, Geldsystem und Familie und Kinder und sind da als Referenten sind Dagmar Neubronner und Andreas Klaus da, sind das ganze Wochenende da. Am nächsten Tag, am Sonntag, 17. geht es um Recht und Sicherheit und Bildung und Erziehung. Das heißt, das sind zwei so Bereiche, die erstmal nicht direkt was miteinander zu tun haben, aber irgendwo natürlich auch. Aber es wird da eben ja sicherlich vieles passieren. Es ist ja im Grunde auch ein gewisser alchemischer Prozess, dass man so zwei unterschiedliche Bereiche quasi zusammenbringt, dass dann irgendwie auch etwas passiert. Ne? Das ist das Spannende. Dann geht es weiter im März, auch wieder 16. und 17. März. Also die Termine kann man sich schon mal aufschreiben. Da geht es um Wissenschaft und Forschung am 16. und Gesundheit und Heilen. Und am 17. um Spiritualität und Bewusstsein und Tiere und Landwirtschaft. Und dann am 4. Mai um Außen- und Bündnis- und Sicherheitspolitik und Umwelt und Infrastruktur und am 5. Mai Regierung, Politik und Kunst, Kreativität und Medienkommunikation. Das sind also drei Bereiche zusammen, mal sehen, wie wir das schaffen. Aber das wäre jetzt erstmal so der Ablauf für die nächsten Monate. Das heißt, man sollte sich jetzt auch schon langsam anmelden, denn das wird schnell voll also 16. und 17. Februar in Alsfeld wieder, wir haben die Stadthalle da wieder gemietet. Es kostet auch Geld, also die Leute, die sagen, wir verdienen jetzt mit den Veranstaltungen, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, dass wir uns da irgendwie eine goldene Nase verdienen. Ja, das ist schön, sich mal zusammenzubringen. Ja, also erstmal hoffen wir, dass wir die Unkosten wieder reinkriegen, weil der Saal kostet Geld und da hinzukommen und die Hotels und die Übernachtung. Und wir arbeiten ja alle voll ehrenamtlich, also keiner und von uns bekommt Geld dafür. Es ist auch viel Stress auch jetzt im Vorfeld. Ne? Also es ist so viel zu tun und so vieles zu bedenken und zu organisieren und wer denkt, dass wir das machen, um uns da irgendwie eine goldene Nase zu verdienen, soll er denken, aber gut, es wird immer Leute geben, die das irgendwo in ein schiefes Licht rücken wollen. Also, da geht's bald schon los. Wirtschaft, Geldsystem und Familie, Kinder. Dagmar Neufrauner, Andreas Klaus. Ja, also im Vormittag wird es eben Vorträge geben von den Referenten und am Nachmittag geht's dann auch wieder in die Arbeitsgruppen hinein. Und ich habe hier einen Text bekommen, getragen vom Willen zur Neuorientierung und offen für gemeinsame Entwicklungen wird an konkreten und umsetzbaren Lösungsmöglichkeiten gearbeitet. Die Gruppen werden prozessorientiert von Mediatoren begleitet. Jo. Klingt schon mal gut. So machen wir das. Eintrittspreis beträgt 26 Euro pro Tag, also das Wochenende sind natürlich zwei. Wer sich für alle drei Wochenenden, also sechs Tage anmeldet, bekommt einen Nachlass von 37 Euro. Das wären dann zusammen 125 Euro. Ich habe das gar nicht ausgerechnet, aber es steht hier so.
Und die Eintrittskarten sind dann auch übertragbar. Ja, also wenn man alle drei Wochenenden bucht, dann kann das übertragen werden. Das ist einfach auch darum, weil es für uns wichtig ist, dass wir im Vorfeld eben auch schon Kosten haben, dass wir die so ein bisschen abdecken können und dass wir so ein bisschen auch sehen können, was kommt da auf uns zu, wie viele kommen und was ist jetzt noch drin oder wo müssen wir sehen. Und Sponsoren werden auch gesucht, also es wäre auch schön, weil, wie gesagt, es kostet alles Geld und man hat dann auch die Möglichkeit, dass man vielleicht auf die Eintrittskarte hinten drauf gedruckt wird oder sowas, wenn man als Sponsor uns unterstützen will. Ja, und wir haben den Eintrittspreis wirklich niedrig angesetzt. Ich meine, 27 € für einen ganzen Tag ist wenig. Es gibt Seminare, da bezahlt man für einen Tag 100 oder 1000 Euro. Ne? Also das ist alles, wir haben es wirklich so gemacht, dass es jeder sich im Grunde leisten kann. Aber eine gewisse Kostendeckung muss einfach da sein. Ne? Leider haben wir alle die Kosten. Ja, das ist so. Das ist der Übergang, in dem wir uns befinden. Noch brauchen wir Geld, noch brauchen wir Gesetze, noch brauchen wir auch die Politik. So, und diesen Prozess wollen wir gemeinsam gestalten. Und nochmal, wir sind einfach offen für das Ergebnis. Wir legen das Ergebnis nicht fest. Wir sagen nicht irgendwie, da so wird es gemacht, sondern wir haben eine gemeinsame Vision und es gilt auch daran, die immer wieder aufzuladen. Und wir schaffen sozusagen auf diesen Konferenzen auch ein neues morphogenetisches Feld. So, wo diese Vision aufgeladen wird und die Prozesse dahin sich auch zeigen und dann auch aufgehen, wenn die Menschen sich dafür öffnen. Und das haben sie letztes Mal getan und ich denke, das werden sie diesmal auch wieder tun. Und für die, die knapp bei Kasse sind, es gibt im Forum, kann man nach Mitfahrgelegenheiten gucken und sich organisieren. Übernachtungsmöglichkeiten müssen natürlich auch selber organisiert werden bei dem Preis, aber auch da können sich die Menschen zusammentun. Es gab auch letztes Mal schon vor Ort welche, die angeboten haben, Leute da schlafen zu lassen und so. Da ist dann einfach Selbstengagement gefragt. Ja, also anmelden kann man sich bei der Seite aufbruch-gold-rot-schwarz.net, ja. Um das jetzt vielleicht hier nochmal ganz klar zu machen. Und es gibt das aufbruchforum.org, wo man eben auch sich registrieren kann. Es ist halt so mit Registrierung, weil natürlich, wenn da jeder einfach schreibt, dann geht das ganz leicht dann auch irgendwo in die Hose und dann wird es auch Leute geben, die da wer weiß was reinsetzen, um das zu zerstören. Deswegen kann man sich da registrieren und dann kann man eben an den Bereichen arbeiten oder sonstige Ideen, Vorschläge, was man schon hat, einbringen und würde ich auch nutzen. Ja, da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für die ganz vielen Vorschläge, die gekommen sind und die vielen Dankschreiben. Und wir haben es einfach nicht geschafft, da hinterher zu kommen in der letzten Zeit, weil Weihnachten und ich habe auch Kinder. Und, ja. So, und wir sind jetzt eigentlich erst im Team so dabei, die Koordination langsam hinzubekommen und auch die Mitarbeitsangebote jetzt auch wirklich anzunehmen. Und es muss alles irgendwie strukturiert werden und da sind wir auch noch ganz am Anfang. Kindergarten lernen wir gerade dran. So, also Entschuldigung, dass es so lange gedauert und vielen Dank. Wir haben es gelesen und es wird jetzt bearbeitet. Ja, das ist, ich sage es auch nochmal, ich entschuldige mich auch nochmal, wenn man eben nicht jeden, der vielleicht mit voller Elan eine Mail schreibt und sagt, ich möchte unbedingt helfen und ich möchte was tun und man liest das und sagt, hat aber noch 100 andere Mails und sagt, okay, ich stelle das mal hinten an und beantworte es später. Man schafft es irgendwo nicht, da will ich mich entschuldigen, weil es einfach menschlich ist. Das ist einfach sehr viel und nicht alles zu organisieren. Aber dafür haben wir eben das Forum eingerichtet, dass man sich untereinander austauschen kann und jeder seine Ideen einbringen kann oder mit Fahrgelegenheit und sowas. Alles kann man da reinbringen oder wem noch was einfällt, der kann das da im Forum auch tun. Ja, und wir haben jetzt auch mehrere Mailadressen, wo man direkt halt nach seinem eigenen Anliegen halt direkt anmelden kann. Dann wird das zu dem Bearbeiter auch direkt hingeschickt. Also zum Beispiel Mitarbeit, Beschwerden haben wir auch. So, ist auch wichtig, dass das so Raum ist. Und ja. Es gab ja im Vorfeld auch so einige Leute, die meinten, dass wir ja doch irgendwo da diktatorisch unsere Vorstellungen durchbringen wollten. Wir hatten kürzlich, also bei dem letzten Mal noch so eine Erklärung, die man unterzeichnen sollte sozusagen, dass man damit einverstanden ist, dass also Michael Vogt und ich quasi als Moderatoren darauf hinarbeiten, dass zum Schluss auch Ergebnisse kommen und
Das wurde dann so gewertet, als wollten wir dann unsere Vorstellungen unbedingt durchbringen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Wir lassen das vollkommen los. Es gibt auch Sachen, wo ich sage, naja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es kommen ganz tolle Sachen eben aus den Gruppen auch, die man gar nicht erwartet hat. Und es geht nicht darum, dass Michael Vogt oder ich oder du oder irgendjemand jetzt sagt, das muss aber so. Das, wenn das nicht ist, dann bin ich nicht dabei, sondern wir lassen das vollkommen los. Es ist auch ein Prozess, wie du am Anfang gesagt hast, wo wir auch unsere Prozesse durchmachen, dass wir dachten, ja, aber eigentlich müsste das doch so und jetzt wollen die was ganz anderes, jetzt will ich nicht mehr. Aber dass man dann das akzeptiert und vielleicht auch erkennt, ja, Mensch, das ist vielleicht sogar viel besser, was da kommt. Ne? Ja, und es ist ja auch ein Stück weit so auch eine ganz klare Abgrenzung gegenüber destruktiven Kräften. Also wir wollen das auch nicht zerstören lassen, aber wir laden sie ein, wenn sie offen sind, irgendwie zu transformieren. So, also es geht hier auch darum, was weiß ich, Menschen, die beim Arbeitsamt arbeiten und irgendwie das eine hier auf der einen Seite sitzen, nächstes halbe Jahr auf der nächste, weil es auch alles Zeitarbeitsleute sind, so, einladen. Und wenn man immer noch gegen etwas wettert, so im Außen, so, dann ist ja auch irgendwas Destruktives innen drin noch. Und wir öffnen hier auch den Raum Stückchen für Stückchen, aber immer mehr, dass die Menschen auch nach innen schauen und das Destruktive in sich transformieren können. Und da brauchen wir natürlich einen sicheren Rahmen, wo erstmal die Masse noch überwiegt, das konstruktiv ist, um das auch halten zu können, aufzufangen und mit zu begleiten. Und je stabiler das ist, desto mehr kann man natürlich auch davon aufnehmen und beleuchten, wenn man zu sehen will. Ja, ist vollkommen richtig. Und ich denke, das ist einfach, wie gesagt, ein Prozess, den wir, wo wir selber nicht genau wissen, was passieren wird und das auch nicht kontrollieren wollen. Es will keiner jetzt das kontrollieren und es muss sich keiner unterordnen. Das heißt, jeder kann sich einbringen und kommen. Und ich denke, wer es noch nicht gesehen hat, kann sich noch die Videos angucken von den ersten, von der ersten Konferenz, um einfach auch vielleicht die Energie zu spüren, die da war. Aber die da waren, die haben es natürlich, also das live zu erleben, ist natürlich immer was anderes, als das nachher auf Video zu sehen. Also, ich würde sagen, ja, ich spreche hier nochmal ausdrücklich die Einladung aus, am 16. und 17. nach Alsfeld zu kommen. Das ist mitten in Deutschland, also von allen Teilen Deutschlands hat man die gleiche Chance hinzukommen. Und es geht am 16. um Wirtschaft, Geldsystem, Familie und Kinder. Und am 17. Recht um Sicherheit und Bildung und Erziehung. Und Dagmar Neubraun und Andreas Klaus werden Vorträge halten. Das heißt aber auch nicht, dass die jetzt sagen, so, das muss jetzt so gemacht werden, wie die sagen. Die werden nur, die haben sich in diesen Bereichen auch schon sehr viel mit befasst und haben sicherlich da interessante Dinge zu sagen. Das heißt aber nicht, dass man sich denen jetzt oder dass die jetzt mehr zu sagen haben als andere. Und das ist halt immer die Gefahr, dass wenn irgendwelche Promis oder wer auch immer oder bekannte Leute da sind, dass man dann denkt, naja, die sagen jetzt, die geben die Richtung an, aber darum geht's gar nicht. Es ist wirklich so, dass jeder das gleiche Stimmrecht und die gleiche Stimme und das gleiche Gewicht der Stimme haben soll, soweit das möglich ist. Also, ich hoffe, wir sehen uns da, bitte anmelden, möglichst bald, damit wir auch ein bisschen kalkulieren können, was auf uns zukommt. Mhm. Auf hochgoldrotschwarz.net, die Seite, jeweils mit Bindestrich und da die Anmeldung. Ja, ich denke, da haben wir erstmal das Wichtigste gesagt, oder habe ich irgendwas vergessen? Nein, aber ich würde auch ganz persönlich gerne nochmal wirklich alle Menschen in diesem Land einladen, die daran interessiert sind, die destruktiven Strukturen zu verlassen und neue konstruktive Strukturen aufzubauen für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder und über die Grenzen hinaus irgendwann. Ja. Ich danke dir. Ich dir auch.